Ja, es wird jedes Spiel schwierig sein. Also wie gesagt, die Mannschaften, die hier jetzt beim Turnier dabei sind, die haben natürlich ihre Qualitäten, sonst wären sie nicht hier. Und wir haben uns jetzt in den letzten Tagen ein bisschen mit Ungarn natürlich befasst, wir werden in den nächsten Tagen auch noch einmal sicherlich dann Besprechungen machen und dann nochmal genau analysieren. Aber sie sind auf jeden Fall eine sehr kompakte Mannschaft, in der Defensive stehen es ganz gut, lassen wenig zu und dann versuchen sie natürlich dann mit Kontermöglichkeiten dann eben gefährlich werden. Und wie gesagt, wir haben es in den bisherigen Spielen jetzt auch gesehen, dass es keine Mannschaft gibt, der sich hinten hängen lässt oder so, sondern wir kämpfen alle von der ersten bis zur letzten Minute. Und braucht man jetzt das gestrige Spiel denken, in der 92. Minute kann noch ein Unentschieden fallen. Also deswegen heißt es, niemanden unterschätzen und von der ersten bis zur letzten Minute Gas geben und dann unsere Leistung versuchen abzurufen. Dann sehen wir, was dabei rauskommt.